Herzlich willkommen, die neue Ausgabe One X TV, heute im Gastroelement. Heute ist es sehr warm hier drin, aber wir wagen es gleich. Heute das Thema nicht Eishockey, nein, das ist auch nicht ein Böck, sondern das ist ein Hornusserball. Jetzt, dass wir das Thema ein bisschen vertiefen, habe ich einen tollen Gast eingeladen, den Roman Segesser vom Hornusser, von der Hornusser Gesellschaft Langenthal-Wienau. Herzlich willkommen. Ciao, Giussi. Was man dazu muss sagen ist, du bist ja Vizepräsident, gell? Und ich finde es toll, dass du dir Zeit genommen hast heute mit uns in diesem warmen Raum. Wir werden ein bisschen schwitzen, aber dafür bekommen wir bei einer gewissen Zeit eine gelassene Erfrischung. Das ist kein Problem. Das ist nicht schlecht. Gut. Roman, willst du dir schnell kurz vorstellen? Wie gesagt, mein Name ist Roman Segesser. Ich bin Vizepräsident bei der Hornusser-Gesellschaft Langenthal-Wienau. Ich werde dieses Jahr 30 und tue fürs Leben gerne Hornussen. Jetzt, Roman, wie bist du auf diesen Sport gekommen? Es ist ja ein Nationalsport und man tut ihn ja praktisch vergleichen mit Schwingen. Aber wir reden nicht so über die Anlässe wie zum Beispiel das eidgenössische Schwingen. Aber bevor wir über das reden, würde ich sagen, wie bist du auf das gekommen? Wann hast du angefangen? Ich habe, das weiss ich heute noch, mit 4 angefangen, hat mir ein Nachbar mal gefragt, ja, willst du den Sommer nicht etwas machen? Komm doch mal schauen. Und ja, so bin ich dazugekommen und du heute noch Horn raus. Ja. Wie ich schon erwähnt habe, es ist wie Schwingen oder Steinstossen in der Schweiz. Das ist auch ein Nationalsport. Wieso könnte man es denn nicht, behaupte ich jetzt einmal, wie Schwingen? Ist das überhaupt so? Ja, das ist schon ein bisschen so. Oberhang ist einfach in der Schweiz Schwingen, oder? Mhm. Wenn man würde fragen, was ist Horn raus? Keine Ahnung, würde viel sagen. Ja. Weil man es auch nicht kennt in den Medien. Ausser als letztes Jahr im eidgenössischen Hornusserfest in Lies hat der Schweizer Fernsehen das erste Mal in der Geschichte live das Hornusserfest übertragen. Mhm. Und natürlich Schweiz 5 mit dem Zeitfenster One X TV jetzt. Richtig. Genau. Mir hat es natürlich sehr Wunder genommen, ein bisschen den Sport unter die Lupe zu nehmen. Jetzt würde ich von dir gerne wissen, wie funktioniert eigentlich, es ist ja Hornusser Gesellschaft. Ich sage dem jetzt auch Club, gell? Und wie viele Teilnehmer sind jetzt in eurem Club? Wir sind 20 Spieler und Spielerinnen. Ja. Und haben 3 Junghornusser. Mhm. Im Alter, die Junghornusser sind im Alter von 7 bis 15 und die Aktiven sind von 25 bis Opsi. Also da kann man mit 90 auch noch Hornusser, wenn das Gesundheit zulässt. Ist das auch schon vorgekommen in der Geschichte des Hornusser? Sicher, ja. Wie ist das aufgebaut? Das, was ich hier vorher in der Hand hatte, das nehme ich noch einmal zu mir. Dem sagt man, glaube ich, Nuss. Ist das richtig? Es sieht aber aus wie ein Eishockey-Bö, gell? Ja, das verwechseln eben viele. Ja. Viele, die beim Hornusserplatz durchlaufen, ja, den Böck sieht man ja kaum aus in der Luft. Und das ist eben der Hornus. Darum habe ich vorher bei der A-Moderation mir erlaubt zu sagen, das ist nicht Eishockey, sondern eben ein Hornus, ein Nuss. Was muss man eigentlich für mitmachen in so einem Club? Muss man da gewisse Eigenschaften haben? Muss man gross sein, weißt, um den Nuss zu brechen? Oder was muss man mitnehmen? Muss man extrem sportlich sein? Oder? Also Hornus besteht nicht nur aus Kraft, sondern auch Technik und Geschwindigkeit. Mhm. Was heisst Geschwindigkeit? Das heisst Geschwindigkeit, wie man den Stecken hinten beschleunigen, also führen zum Horn aus. Wir haben natürlich das Glück gehabt, wir konnten euch auf dem Platz besuchen. Und bevor wir auf dem Platz natürlich gehen, würden wir das dann noch in der Theorie von dir bestätigen bekommen auf einer Flipchart. Aber wir gehen jetzt hier noch ein bisschen, wir bleiben hier noch ein bisschen theoretisch. Gell? Was sind so noch wichtige Punkte, wenn jemand Horn aus will? Man muss einen Hornusser stecken haben. Kommt man den über, wenn man bei euch dabei ist? Ja, wir stellen sicher als erster Hang zum Probieren das Material zur Verfügung. Und bei uns ist es so, dass jeder Hornusser muss den Stecken selber kaufen muss. Also wenn er kaputt ginge, was mir auch leider schon passiert ist, dann muss ich selber einen kaufen. Und wie wird man denn da eingeschult, dass man alles das Zeug, eben, dass man ein bisschen den Bau versteht, Nuss,
um den Stecken wie die Schläge. Ich habe sogar in einem YouTube-Video, das wir dann natürlich auch kurz laufen lassen, gesehen, man tut auch um die Jüngeren oder die Anfänger, die frisch anfangen, trainieren, tut man so etwas wie so Gräbli machen, dass sie reinstehen können und dass sie die Haltung behalten. Ist das so? Gell? Ja, das ist. Jeder Hornusser hat immer einen anderen Stang, eben die Gräbli. Hier brauchen Blech, hier stehen einfach nur her. Und man hat im Stecken Markierungen, wo man die Distanz zwischen den Beinen oder vorne an Schnur durchsteht. Und das hat jeder so, wie man sich. Also jeder hat, steht so, wie es ihm wohl ist. Man hat ja eine Schiene, wo man den, also wo man Nuss, ich sage Nuss, Entschuldigung, ich lege das schnell ab da. Man hat so wie Knet, den tut man drauf und dann verhebt das. Braucht man den Knet mehrmals? Roman? Die Schiene heisst, das ist der Bock. Und nachher hat man Lett und den tut man drauf. Und wenn man jetzt den Hornus auf dem Lett bricht, geht der Lett fort. Also den kann man nur einmal brauchen. Das heisst, der Rasen ist nach so einer Meisterschaft voller so Lett. Ja, also man sieht es kaum. Ja, okay. Was ist noch so ein das Wichtige beim Hornus, das man muss beachten muss? Meine Frage ist noch, Roman, wenn man so die YouTube-Videos anschaut, von diesen Meisterschaften oder auch sonst Videos vom Hornus, gewisse Handhelme an und gewisse nicht, ist das Pflicht eigentlich? Man hat ein Helmobligatorium ab Jahrgang 84 und jünger. Ich fände es eigentlich gut, dass man das so beibehaltet und eigentlich auf freiwilliger Basis kann entscheiden kann, ob man einen Helm anlegen oder nicht. Ich persönlich kann kennen, weil ich Tonis gut sehe. Okay, das heisst, jemand, der Mühe hat, Hornus zu sehen mit dieser Geschwindigkeit, ist besser, wenn er natürlich so einen Helm anhat. Auf jeden Fall. Den Unfall zu vermeiden, für einen schlimmen Unfall, ja. Auf jeden Fall, das gibt sicher Sicherheit. Wie schnell fliegt denn so ein Hornus? Der Hornus kann bis zu 300 Stundenkilometer fliegen. Also eher unangenehm, wenn er natürlich eine Partie vom Kopf. Jetzt lachen wir darüber, aber es ist dann wirklich gefährlich, wenn er natürlich noch Augenpartie bricht. Das ist nicht zum Spassen. He. Jetzt, wie manchmal trainiert ihr im Jahr oder durchs Jahr durch und was macht ihr im Winter? Wird der Sport auch im Winter betreut oder ausgeübt? Wie manchmal, dass wir trainieren, ist zweimal in der Woche, das heisst Mittwoch oben und Samstag, ausser wir haben am Samstag ein Meisterschaftsspiel. Okay. Und zur anderen Frage, im Winter, es gibt verrückte Hornusser, wenn es auch einen halben Meter Schnee hat, Hornusser. Oder das andere ist in Indoor-Anlagen. Das heisst, da kann man nicht die Länge testen, sondern die Geschwindigkeit. Von Geschwindigkeit her kann man etwa ungefähr ausrechnen, wie weit der Hornus wäre geflogen. Roman, Thema Schingeln, das sind ja die Bretter, sage ich jetzt mal, aus Laien, wo man Nuss, Tornus abfährt. Auf gewissen YouTube-Videos sieht man sogar, wie gewisse Spieler die in die Luft werfen. Ist das zum Hornus einfach stoppen? Richtig. Wie höher der Hornus abgetan wird, in der Fachsprache, umso weniger Punkte gibt es. Also, da kann man einem Gegner Punkte wegnehmen. Ich muss dich schnell unterbrechen, Roman. Wir bekommen jetzt gerade vom Chef de Service. Danke für mal, Yves. Bekommen wir eine gewisse Abkühlung, weil es ist also wirklich warm. Uns läuft es ab. Aber wir können gerade weiterfahren. Danke noch einmal vielmals. Ja, merci vielmals. Wir sind wegen der Schingeln. Genau. Sagen wir mal weiter. Wieso werfen Sie die in die Höhe, wenn die Horn rauskommt? Das ist nicht ein bisschen gefährlich für die, die drumherum stehen. Nein, also wir wissen auch jemanden, wo die Schingeln wieder runterkommt. Und da hat es überhaupt noch keine. Also schlimme Unfall gegeben, es hat sicher schon jemand gebracht, aber mit Einspray ist das wieder gut zu richten. Also es sind harte Keime, es sind zähe Keime, die Hornusser. Wieso haben die in so einer Form, die so gegen außen, ist das alles berechnet, wie die müssen gemacht sind, die Verarbeitung? Das ist genormt, wie breit und wie gross die müssen sein für die jungen Hornusser.
haben natürlich kleinere und leichtere. Da können die Hornisse auch nicht deren wäre schnell. Für jemanden, der jetzt das machen will, wie lange muss er sich das vorstellen, so ein Training? Also wie lange hat er jemanden, bis er drinnen ist? Wird er da, sagen wir, eine Woche, einen Monat, ein halbes Jahr voraus trainiert, dass er wirklich dabei sein kann? Das ist eigentlich noch so über den Daumen. Schwierig zu sagen. Es gibt Ausnahmetalente, die stehen her und haben schon eine gewisse Länge, wo der Hornus herfliegt. Und es gibt solche, die müssen halt ein bisschen mehr Zeit opfern. Jetzt du als Vizepräsident, Roman, was hast du für eine Aufgabe? Ich habe eine Aufgabe, Anfangsjahr die neue Saison zu gestalten, dass ich einfach Meisterschaftsdaten sind draussen, die Gegner auch. Und dann tut man noch Wettspiele abmachen mit anderen Gesellschaften und du eigentlich den ganzen Spielplan zusammen und das Spiel abmachen und die Zeit und einfach das ganze Organisatorische. Richtig. Jetzt, Roman, würde ich sagen, wir nutzen die Chance. Während wir moderieren, genießen wir das Gläschen, sonst läuft sie uns davon, weil wir verlaufen auch falsch. Und das Zuschauer, ihr müsst zuschauen, wie wir Gläschen essen. Für euch noch einen Beitrag vom YouTube über das Horn raus. Wir sind gleich wieder für Sie da. So, liebe Zuschauer, wir sind wieder zurück im Gastro-Element. Jetzt aber auch ein bisschen abgekühlt. Die Glasse hat richtig gut da und ich hoffe, Sie haben Freude gehabt am Video über das Horn raus. Roman, wir müssen uns schnell wieder konzentrieren, auch wenn es runterläuft. Ein paar Fragen über das Horn raus, und zwar, wie siehst du das, wenn du Horn raus? Was bedeutet dir das? Ich meine, jeder hat ein Hobby, jeder hat Spass an irgendetwas. Was sagt dir das selber für dich? Aus erster Hand ist es ein schöner Sport. Ich kann dort abschalten. Und das Schöne daran ist auch, dass man eben eine Einzelsportart ist und gleich zusammen ist. Es ist auch eine Mannschaftssportart. Und die gemischten Leute von jung bis alt und eben nach dem Horn raus, nach dem Spiel, zusammen sein. Ja. Ist das auch ein Zusammensein zum Beispiel mit anderen Gesellschaften oder Vereinen? Also was gibt es überhaupt noch für Vereine in dem Sinne, in der Umgebung? Ausser jetzt Langenthal, Wienau. Kannst du mir noch einen aufsagen? Es gibt natürlich Zuschauer, die sind vielleicht ein bisschen weiter weg und möchten sich einmal erkundigen. Das wäre vielleicht ein bisschen happig auf Langenthal vom Wallis oder vom Bündnerland. Kannst du gerade einfach so über den Daumen sagen, wo es sonst noch Gesellschaften hat? Ja. Das hat es hier in der Umgebung ganz viel. Also in Langenthal hat es 2 Gesellschaften. Und das wäre noch Schoren. Die haben ein A und ein B. Und in jedem kleinen Dörfli hat es garantiert sicher eine Hornusser Gesellschaft im Kanton Bern. Da muss aber sagen, Roman, gar nicht am Aussterben eigentlich, das Horn raus. Ja, wir sind eigentlich hier im Oberaargau stark besetzt, mit vielen Mannschaften. Und also man ist eigentlich nicht besorgt, dass es am Aussterben ist?
Nein, hier durch sicher nicht, aber schweizweit sicher schon. Mhm. Also es hat, letztes Jahr hat es 6 Mannschaften weniger gegeben. Und Tendenz leider gegen runter. Meisterschaften. Ich meine, Fußball weiss man, da gibt es immer, man tut das publizieren und man ist immer informiert über alles, wo die Matches sind und alles. Wie kann man jetzt ein bisschen mehr erfahren über das Hornussen? Habt ihr eine Webseite? Ja, Hornussen Gesellschaft Langenthal-Wienau hat eine Webseite. Die lautet www.hglangenthalwinau.ch. Was sind so die Informationen, die man hier braucht? Ich meine, ihr habt ja auch Trainings. Wir können heute schon etwas verraten. Wenn ihr unsere Zuschauer jetzt schauen, können wir etwas schnell verraten. Wann trainiert ihr alle? Wie lange ist in der Woche? Wir trainieren 2-mal in der Woche. Das ist am Mittwoch ab der 5. Es ist sicher jemand auf dem Platz. Mhm. Und am Samstag, wenn kein Spiel ist, Meisterschaftsspiel oder Festanlass, sind wir sicher am Samstag ab der 2 hinter der Badi zu Langenthal anwesend. Darf auch jetzt jemand, der die Sendung schaut, einfach mal schauen und euch ansprechen? Oder gerade dich, wenn ihr die kennt, und auch mal so eine Nuss werfen? Darf er das auch machen? Auf jeden Fall. Wir haben immer gerne Leute, die sich ein bisschen Interesse zeigen. Und wir helfen auch ihnen helfen und schauen und machen, dass sie auch wenigstens einen Hornuss treffen und Freude am Sport bekommen. Gibt es eigentlich auch Leute, die den Hornuss aber nicht treffen, die frische Anfänger sind? Ich sage immer, aller Anfang ist es schwer. Und mit einer gewissen Technik. Und Also, man muss es einfach üben, natürlich. Ja, Übung macht den Meister. Also, es ist im Hornuss so nicht anders. Ja. Jetzt, wir haben dich besucht, haben wir gerade vorher, also wir haben es erwähnt einmal. Aber bevor wir auf die Bilder gehen, von außen, noch einmal schnell kurz ein Spiel erklären. Wie lange geht so ein Spiel? Das kann man nicht immer genau sagen. Mhm. In der Regel geht es etwa plus minus 3 Stunden. 3 Wenn, Stunden? Ja. Aber das ist mit Pause verbunden, Roman? Ja, man hat immer so einen Wechsel. Das sieht man dann auch im Video, wo ihr uns besucht habt, wie das funktioniert. Mhm. 3 Stunden. Beim Fußball weiss man, erste Halbzeit, 45 Minuten. Ich bin nicht so der Fußballkenner, aber 45 Minuten. Zweite Halbzeit, auch 45 Minuten. He? Das wären dann 90 Minuten. Ist das einfach beim Hornussen frei, wie wir jetzt gesagt haben? Und du hast mir noch erklärt, bevor wir uns getroffen haben, um mal hier ein erkundigen, es sind 2 Mannschaften, gell? Ist das richtig? Richtig, ja. Mhm. Können wir da ein bisschen tiefer gehen? Also eine Mannschaft ist auf dem Feld, aber dem sagt man Ries. Gut. Das ist die verteidigte Mannschaft. Ja. Die muss jeden Hornus abtun, der im Ries kommt. Das Ries fährt vom Bock 100 Meter an. Und ab dann, alle 10 Meter, ist es Zilli. Und geht von 1 bis 20. Darf ich schnell unterbrechen? Zilli sind die Leute, die mit dem... Nein, sind die Markierung. Gut. Und das Ziel ist von dem, der werfen auf den Bock, so weit wie möglich. So weit wie möglich, ja. Und ich sage dem immer, Hornusser auf dem Feld. Ach, ich mache da ein bisschen durcheinander, muss mich immer ein bisschen korrigieren. Roman, die sind da, dass sie das stoppen natürlich, dass sie ja nicht weitergeht. Richtig. Jetzt kommt es gut. Das Weiteste haben wir das schon vorher erwähnt, was so das Weiteste ist. Das Weiteste, was ich einmal geschlagen habe, das ist, was ich gehört habe, vor Jahren 30er gewesen. Das wären 400 Meter. 400 Meter? 400 Meter. Aber so viel wie ich weiss, war man dort noch ein bisschen im Zweifel, gewesen, ob es überhaupt so viel war oder nicht. Ja. Aber was ich schon gesehen habe, sind 27er, das sind 370 Meter. Ja, ist recht weit. He? Ja. Also, die Aufgabe des Werfers ist so weit wie möglich. Jetzt noch einmal schnell die Spieler auf dem Feld. Entschuldigung. Auf dem Ries. Auf dem Ries, ja. Ich muss mir das Wort ein bisschen merken. Die Spieler auf dem Ries können die selber entscheiden, wo sie stehen. Oder spricht man das einfach auf dem Ries selber? Du musst ein bisschen weiter hinten stehen. Oder kann man jemanden abschätzen,
Ja, also wir haben eine Reiseinteilung und die weiss jede Mannschaft, der steht dort. Mhm. Und dann tut man, je nach Leuten, vielleicht fällt ja einer. Mhm. Und dann tut man ein bisschen rutschen. Mhm. Ist das wie beim Fußball? Es gibt einen Verteidiger, einen Mittelspieler? Nein. Nichts. Das ist eigentlich, das hat mit dem nichts zu tun. Mhm. Also, die sind. Ja, einer, der so gut sieht wie ich, steht natürlich weiter hinten. Und ja, für die, die sehr lang kommen, probieren abzutun. Und natürlich braucht man einen, das Wort ist vorne, der sie zeigt, hier kommt er, oder? Dann wissen sie, ah, dem kommt im Riss. Ja. Und dann muss man den abtun, wenn er im Riss geht. Mhm. Ist es ein Nummer, ist es ein Goal für sie. Also für die, die geworfen haben, für die Mannschaft. Richtig. Mhm, gut. Ja, ist noch, wenn man es nicht kennt, muss man gut zuhören, was du jetzt sagst, weil es ist nicht so einfach gerade am Anfang, gell, zu verstehen, wie so ein Spiel. Ich bin auch schon manchmal vorbeigefahren, wo sie gespielt haben, nicht mehr auf einem Feld. Man kommt wirklich nicht gerade raus, wenn man es nicht kennt, oder? Das ist ja klar. Wenn man Fußballer sieht, weiss man ja, die müssen einfach den Ball ins Goal und die andere Mannschaft muss ins andere Goal. Das ist ein bisschen logischer, weil man es natürlich kennt, oder? Ich weiss aber auch, dass Zuschauer nicht dürfen jubeln. Ist das richtig so, wenn Nuss aufs Feld geht, also aufs Ries? Ist das so? Ja, das macht man eigentlich aus Prinzip nicht. Ja. Wir Hornusser sind und bleiben fair und den Gegner auch respektieren und wünschen niemand, also keiner Mannschaft, das Nummer auch. Das heisst, das ist wirklich Fairness und dann macht man das nicht. Richtig. Was passiert denn am Schluss des Match von so einer Meisterschaft? Tut man da total zu Hause lassen, Entschuldigung. Ja, also zu Hause lassen ist gerade übertrieben, aber wir hocken mit den Mannschaften zusammen und gemischt. Oder, ja, und weißt du, ich habe es so formuliert, weil ich stelle mir vor, 3 Stunden lang spielen, nicht können jubeln, nicht können die Emotionen zeigen. Und dann will man das natürlich feiern. Oder ist das dann gar nicht so am Schluss? Da trifft man sich dann mit beiden Mannschaften und dann ist das Spiel vergessen im Positiven und dann tut man einfach noch Gesellschaft pflegen oder einfach zusammen sein. Ja, sicher. Also das ist auch so, wenn eine Mannschaft um einen Aufstieg machen kann im letzten Spiel, wenn sie genau wissen, wir müssen nur noch Nummer haben, sprich 4 Rangpunkte, dann sind wir eine Liga weiter, dann jubeln sie natürlich schon auf dem Feld, wenn das Spiel vorbei ist. Das ist ganz klar. Einfach nicht gerade während dem Spiel? Während dem Spiel gibt es das sicher nicht. Gut. Roman, ich würde sagen, wir haben genug geschwitzt, wir haben das super gemacht. Es war wirklich sehr warm. Ich hatte sogar richtig Mühe an der Konzentration, aber wir haben das beide gemeistert. Aber jetzt würde ich sagen, wir kommen zum zweiten Teil unserer Sendung auf dem Hornhauserplatz Langenthal. Da haben wir mich richtig gebrieft. Da schauen wir mal, was ich drauf hatte im Werfen. Gell, Roman? Richtig. Gut, danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast heute. Und euch, liebe Zuschauer, haben Sie viel, viel Spass. Wir bedanken uns aus dem Gastro-Element in Langenthal, Adino Canepa. Wir gehen gerade über zum Hornhauserplatz in Langenthal.
So, Karin, du bist Präsidentin vom Hornhauser Verein Langenthal. Wie ist im Moment das Spiel? Wie verläuft es? Es läuft nicht gerade nach unserem Wunsch. Wir hätten eine Nullnummer auch gebraucht, um zu gewinnen und für die 4 Punkte zu holen, dass wir sicher da oben bleiben können. Jetzt haben wir auch eine Nummer bekommen. Wir hoffen, wir können in den Punkten noch etwas machen, dass wir eine Chance haben, das Spiel noch zu gewinnen. Ja. Aber was fehlt es denn, Karin? Ja, der Trainingsaufwand bei uns im Verein ist nicht gerade glänzend. Aber es gibt sicher jedes Beste. Und jetzt hat es halt knapp nicht gelangt im Moment. Jetzt ist Halbzeit, jetzt probieren wir noch einmal aufzudrehen. Was tut man so jetzt besprechen in der Halbzeit? Wir tun in der Halbzeit nicht viel besprechen. Wir sind während dem Schlag, tut man die einzelnen Leute betreuen. Der Setz tut sie begleiten. Und nach dem Spiel im Riss dann noch einmal alles geben. Bist du, Karin, wie im Fußball gibt es ja Captain. Bist du auch so eine Art wie ein Coach für die Spieler? Ja, ein bisschen weit, ja. Es ist halt ein Verein, der läuft an und für sich von allein recht gut. Darum gibt es einen Haufen zu tun, den der Vorstand auch immer machen muss. Und er probiert man einfach wirklich, die Leute auch ein bisschen zusammenzubekommen, für eine gute Leistung zu bringen. Mal, es braucht überall einen Coach und man muss die Leute auch ein bisschen motivieren, das auf jeden Fall. Also das machst du jetzt gerade natürlich in dieser Pause. Wie viele Spiele haben wir jetzt noch? Jetzt sind nachdem sind noch 2 Meisterschaftsspiele und dann im Sommer dann die grossen Feste, wo wir auch ein bisschen etwas zeigen wollen. Ja. Toi, 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 Karin. So, da haben wir Karin. Karin, richtig. Karin, was ist deine Funktion heute? Ich schreibe nur, was sie geschlagen haben. Also nur schreiben natürlich, das könnte auch positiv sein für die, die gewinnen. Ja, sicher, ja. Wie ist jetzt das von den Punkten her? Musst du immer doppelt oder dreifach oder wie tut man da Punkte zusammenzählen? Ah, dir werden sie nur gesagt und dann wird es aufgeschrieben? Richtig, ja. Sie melden mir von der Hinge, was sie geschlagen haben und das schreibe ich auf. Gut, das wäre schon die Funktion gewesen von der Karin. So, da haben wir den Walter von der anderen Mannschaft. Welcher Verein sind ihr? Angeriert van Zwiel. Der zweite Liga, aber im Schwanz. Das heisst? Moment. Könnte aber noch anders rauskommen heute? Es sieht nicht gut aus. Wir haben mehr im Boden als die Gegner. Wir haben aber gesehen, du tust dich gleich noch gut vorbereiten. Und zwar hast du etwas geschliffen vorher an diesem Holzstück. Es ist so, dass die Träfe geräucht, wenn es im Fall regnet oder so. Also das nicht abgeschliffen, das von den Horn aus zum Träf. Also besser treibt. Und jetzt habe ich den Lett rausgeputzt mit einer Drahtbürste. Und hier unten tut man selber wieder glatt schleifen mit einer so einer Steinart. Oder? Das sind die Vorgänge, die man immer wieder macht. Mit jedem zweiten Streichen so hier. Man sieht auch noch, jeder hat seinen Schläger mit Namen, sogar jetzt der Benninger, Sandro, Frey, Daniel, Käser, Matthias, das gehört dazu? Das gehört dazu, dann weiss man auch gleich, wo nehmen, oder? Und wem seine Stecken sind, weil die sehen fast gleich aus vom Griff her, oder? Und dann weiss man gleich, wo nehmen. Also ähnlich wie beim Golfspielen, einfach ist das stationär? Es ist einfach ganz anders, jeder Steck ist anders, es ist kein einziger gleich. Jeder ist länger, kürzer, hat mehr gleich vorne, weniger hinten, der Griff dicker. Auch mit dem Dreh, oder? Das ist jetzt ein 280er-Dreh, 290 bis 300. Und das ist ganz verschieden. Das heisst, da denkt jetzt der Club daran, alles mitzunehmen. Und nicht jeder Einzelne muss noch denken, oh, ich muss meinen Schläger mitnehmen, ich muss ihn noch anpassen, anschleifen selber. Das muss jeder selber machen. Also die Stecken hier ist auch die Böckchen, die man hat, zum draufstehen, Blech. Der Verein wird noch mal schauen, dass die Jingle da sind, zum Abtun. Bloß der Lett und Harnus. Der Rest hat echt ein bisschen Hau das ganze Zeit. Der Rest muss die Spieler selber mitnehmen. Kommst du noch eine Strahl mitschlagen? Ich muss jetzt den setzen für die Mannschaft, oder? Weil ich vor jedem müssen schlagen als Ersatz. Und jetzt kann ich setzen. Viel Glück. Merci.
So, Fritz, habe ich es eigentlich gut gemacht mit dem Schuss. Ich muss ganz klar sagen, für das du zuerst mal hier an dem Bock, das heisst, dort hier das Gerät, wo man die Hornhäuse abschlägt, zuerst mal gemacht hast, fantastisch. Muss ich ganz klar sagen. Danke dir vielmals. Du hast mir aber auch fantastisch gezeigt, wie es geht. Aber wir sehen auch im Hintergrund, jetzt bauen sie es ab. Oder sollen sie es einfach einrichten für nächstes Mal? Das ist jetzt so. Wir haben zwei Böcke, dort, wo eben der Hornhaus abgeschlagen wird. Und der Woche aus haben wir einen Trainingsbock. Das hier ist der Meisterschaftsbock. Der ist viel feiner als beim Übungsbock. Und jetzt setzen sie wieder den Trainingsbock setzen. Sehr gut. Ich glaube, wir machen noch eine kurze Zusammenfassung für unsere Zuschauer daheim. Wir haben aber gehört, eins oder zehner oder einen. Mhm. Wenn einer ist, ziehen sie ja aufziehen. So wie du gemacht hast. Du hast ja auch zuerst aufgezogen und dann erst gehauen. Und wenn sie, ziehen sie auch aufziehen und das ist einer. Und wenn sie dort hauen, ist jetzt. Also ich glaube, wir haben alles und gesehen haben wir auch noch gerade während dem Spiel, dass sie ja die Brette, wie heissen die auch wieder? Schingle, Fritz, gell? Ja. Sie schiessen die hoch in die Luft und manchmal sprechen sie es sogar noch. Oder mehrmals. Das ist so, ja. Das heisst, wir versuchen ja, einem Gegner eventuell einen Punkt zu stellen. Können wir sagen. Mhm. Wenn jetzt einer Schingle weit durchlässt, dann kann der Hornhaus dort dran, statt dass er dann vielleicht, ich tue jetzt ein Beispiel sagen, jetzt 12 wäre, tut der Schingler schon im 10 ankommen. Also, der hat die Mannschaft, die den Horn ausgeschlagen hat, 2 Punkte minus. Und denen gratuliert man natürlich, weil ich nie ein Nuss gesehen fliegen konnte, als ich beim Filmen dabei war. Ganz ehrlich nicht. Dann muss ich jetzt ganz klar sagen, Jussi, der hätte direkt hinten dran stehen sollen. Dann hat man es gesehen. Das ist jetzt schade, dass du das nicht bist, kann sagen. Das muss ich jetzt ganz klar sagen. Darf ich das aufholen? Das kannst du aufholen. Dann tue ich aber ganz klar der Karin jetzt, das ist unsere Präsidentin, sagen, ob sie zwei würde schlagen. Und dann stehst du hinten dran. Die Hornhäuse siehst du gar. Nur, wenn du gerade hinten dran stehst. Aber Fritz, das machen wir nach dem Essen, weil ich glaube, die Dauer warten noch auf dich. Nein, weißt du, jetzt tut der Gegner essen. Und unser komme ich später. Aber wenn du die Zeit hast, bin ich überzeugt, dass Karin geschwingt zwei Hornhäuse wird, gell? Oder vielleicht auch drei, dass du genau hinten dran stehen kannst und dann siehst du, wie der Hornhaus steigt. Und auch wie er runtergeht. 100%. Würde ich machen. 100%. Fritz, merci vielmals. Wir müssen uns leider gleich verabschieden. Das war es vom Hornhauser Verein. Entschuldigung. Langenthal-Wienau. Es ist aber relativ warm. Und wir würden sagen, es war toll gewesen. Sie können selbstverständlich hinschauen. Wir blenden noch einmal die Webseite ein. Fritz, ich würde sagen, einen guten. Danke vielmals. Tschüss zusammen. Merci. Schönen Abend auf Schweiz 5. Und das war es von OneXTV. Bis zum nächsten Mal.